Boltax 2 Tage. Genau. Also zum einen würde ich natürlich mich gerne einen Tag mit Xenos auseinandersetzen, nochmal ein paar Zauber lernen, beziehungsweise auch mir etwas mehr über Vertrautentiere anhören, sodass ich mein Vertrautentier noch aktivieren kann. Denn das wollte ich ja schon lange machen und es ging halt bisher nicht, weil ich nicht die Möglichkeit dazu hatte, mit einem anderen Geoden zu reden. Und jetzt habe ich die ja. Ja, Und der hat ja auch ein Vertrautentier, seinen alten Hund. genau, richtig. Und ich möchte Schnabel mir als Vertrautentier haben. Geheim. Nein, das, nein, don't. du kannst den Zauber zumindest lernen. Wir können uns in einem Forum angucken, wie das dann regeltechnisch funktioniert. Das ist dann aber mindestens ein mächtiger Vertrauter. Ja, alles gut. Dafür bin ich bereit, die AP auszugeben. Genau, und die zweiten Sachen, die ich gerne machen würde, ich würde in der Stadt verschiedene Objekte kaufen, die ich für meine Hochzeit brauche. Was genau das ist, das poste ich ins Forum. Da werde ich dann auch die 36 Zwergenbräuche für den Angroschbund auflisten und was da zu machen ist. Sehr gut. Noch was? Ja. Ansonsten würde ich natürlich noch versuchen, mich mit Mandarion zu unterhalten. Da haben die anderen ja immer ein bisschen Schwierigkeiten mit. Die Dynamik zwischen Boltax und Mandarion ist ja aber ein bisschen andere. Deshalb ja, würde ich mich einfach noch mal kurz mit dem austauschen und ansonsten mich auch sehr viel ausruhen, denn ich habe 0 ASP, weil ich mit meiner letzten Kraft die Namenlosgeweihte verzaubert habe. Entsprechend werde ich mich auch viel ausruhen müssen. Sehr gut. Abel mir. Glücklicherweise generiert nur einer von uns 20 ASP pro Ruhephase. Ja, bei mir sind das nur 11, 11. oder? Ja. 11, ja. Abel mir, du Ja. bekommst in deine Nachbarkajüte eine Leiche geliefert. Das Bett wurde schon rausgeschafft. Irgendjemand hat da wohl aus der Küche so einen alten Tisch herbeigeschafft, der auch schon blutverschmiert ist. Und darauf wird dann die sehr blasse Albino-Malerin gelegt. Ich würde mir dann das entsprechende Werkzeug wahrscheinlich vom Schiffsarzt besorgen, für unseren Schiffsärzten. Und ja, die Leiche ausschneiden, fachgerecht. Anatomieprobe hast du auch schon gewürfelt. Du bist auch relativ fachkundig und du wirst feststellen, so wie es Zulamin bereits vermutet hat, ihr fehlt das Herz. Oh, ein sehr zentrales Organ. Seltsam, dass sie damit leben konnte. Nun ja. Ich würde mal weitergucken, ob mir noch irgendwelche Sachen fehlen, außer ihre Zähne und ihr Herz. Nö, also das war's. Die Haut, also zum Beispiel, sie hat ihren Schatten, aber die Hautfarbe zu opfern, ist natürlich schon sehr, sehr deutlich. Das Herz herauszuschneiden, das sind schon Sachen, die dann eben sie in einen höheren Paktkreis heben, so deine Vermutung. Du bist da ja auch aus der Gareta, aus dem Gareta-Umfeld vom Goldenen Schein schon relativ gebildet, weißt also, dass das alles Selbstopfer sind, also die Zehen selber abgeschnitten, war dann höchstwahrscheinlich der erste Paktkreis. Dann irgendwann die Hautfarbe zu opfern, der zweite Paktkreis und sich das Herz rauszuschneiden, dann der dritte, also relativ mächtige Paktiererin. Ja, ich würde sie entweder fachgerecht zunähen und jemand überlassen, der sie fortschaffen kann, irgendwie danach. Ja, Würdest du ist wahrscheinlich wieder notieren? der Dragan, der steht irgendwie vor der Tür Wache Ja. und wenn, er bietet ja auch an, dass er sie vorher zerschneidet oder dann einfach durch das Bullauge dann rausschmeißt, aber Vielleicht du sollte bekommst man sie dann entsorgt. die einfach verbrennen, irgendwie, vielleicht Ja, einmal das könnt lassen. ihr auch machen. Ja, und wo dann mit meinen Notizen? Ich habe ein Gespräch schon lange aufgeschoben mit Nietzsche halt. Würde mal zu ihr gehen. Ja. Ah, gleich erstmal klopfen. Ja, Abel mir. Ja. Schön. Ich hatte gerade eben Zulamin noch bei mir. Ich hatte euch auch nebenan gehört, was sie da wohl so getan hat. Aber das Gespräch mit Zulamin war tatsächlich sehr abwechslungsreich. Ich habe euch das doch versprochen, dass ich euch besuchen werde. Und halte ich mein Versprechen. Sehr gut, sehr gut. Sag, habt ihr schon einmal eine Geweihte des namenlosen Gottes getroffen? Eine Geweihte? Ja. Da seid ihr also sehr tief im Bilde. Ja, ich habe meine Erfahrungen mit solcher Art Leuten gesammelt. Sie entscheidet gerade im Hintergrund, dass du zu viel weißt. Ich habe selbstverständlich auch im Vorfeld schon den einen oder anderen Brief mit dem Garreter Hesindetempel getauscht.
Ich weiß also nicht all die Dinge, denn auch er hatte einen Schwur geleistet, Dinge nicht nach außen zu tragen, aber ja. Ich bin froh, dass er diesen Schwur eingehalten hatte. Nun, diese Person, Zephirim, sie war eine Gewalt des Namenlosen. Sie hat ihm die Zehen, das Herz und ihre Körperfarbe geopfert. Eine ranghohe Geweihte also. Es gibt wohl noch einen letzten weiteren Kreis, in den sie aufsteigen können. Zumindest so, wie ich das erfahren habe. Bisher hat niemand einen aus dem fünften Kreis angetroffen. Aber auch das sind bereits im zweiten Kreis sehr, sehr mächtige Individuen. Und dass ihr sie aus dem dritten Kreis... Versprecht mir, dass ihr den anderen nicht davon berichtet. Nein, das will ich nicht. Viele zerbrechen an dieser Wahrheit. Sie ahnen vielleicht, ich vermute, sie wissen, dass sie eine Gewalt des Namenlosen oder eine verderbliche Paktierin war, aber ich bin nicht sicher, ob sie die Hintergründe kennen. Paktierer ist das eine. Das Wissen um das Pakttum mag euch Helden nicht mehr erschüttern, aber dass sich der Namenlose tatsächlich Kamalenergie zur eigen machen kann und über all die anderen Götter triumphieren kann, ist Wissen, das die falschen Ohren nicht erreichen sollte. Nicht einmal, wenn es so altgediente Helden sind wie ihr. Nun, ich werde ihnen garantiert nichts erzählen, was sie nicht wissen müssen. Gut. Nun gut, ich wollte euch nun aufklären über die Geschehnisse, deren ihr Tür an Tür Zeuge werden musstet. Nicht, dass ihr euch Gedanken macht, was ich dort tue. Neben euch war noch Yalan, der ja nun nicht mehr dabei ist, und Rafim in Karat, nicht wahr? Ja. Ihr müsst mir etwas versprechen. Und was? Was auch immer auf der Plagenbringer passieren wird. Ihr beide dürft den Splitter nicht bergen. Lasst es die anderen tun. Aber ihr beide dürft es nicht tun. Was meint ihr mit bergen? Dürft wir ihn nicht berühren? Dürft wir ihn nicht ansehen? Ihr solltet nicht in seiner Nähe sein. Nicht, wenn Palygon fällt. Und ich weiß, dass ihr schaffen könnt. Wenn es jemand schafft, neben Rafik oder Rateral, vielleicht nun all die anderen altgedienten Helden, die uns in diesem Hafen schon sehen und die uns dann sich noch anschließen werden. Von all den Helden, die dort sein könnten, könnt ihr Palygon tatsächlich besiegen, aber ihr dürft es nicht sein, die in der Nähe sind. Was bringt euch zu dieser Überzeugung? Hattet ihr eine Vision, ein Gesicht? Ihr wisst zu viel über den Namenlosen und die Sternenlehre. Und dies sind seine Splitter. Das sind nicht die Splitter von dem Verheerer der Elemente, von der Ersäuferin, von dem Boten des Todes. Es gab einen Besitzer vor dem Sphärenschänder? Es gab einst 13 Splitter, nicht nur 7. Erzählt mir mehr. Sie wurden des Öfteren getragen. Immer wieder. Vor allem von den Inkarnationen des Sphärenschänders, der das letzte Mal Borberat genannt worden ist. Das war nur eine von den letzten Erscheinungen. Einmal zum Krieg der Magier. Und er wurde damals nicht getötet, sondern nur in die Sphären verbannt. Als er dann wieder auftauchte, war er derselbe. Derselbe Borberat. Er hatte zwar einen anderen Körper, aber es war trotzdem die gleiche Entität, noch nicht wiedergeboren, wenn man so möchte. Aber er trug einst eine 13-strahlige Krone.
Die Myraner haben sie schon lange, lange vor unserer Zeit zerbrochen. Und einige Splitter bereits weggeschickt. Nun ist es an uns, die restlichen Splitter zu finden und zu vernichten. Nun gut, ich kann euch nichts versprechen. Ich werde es versuchen, mich davon fernzuhalten, aber ich weiß nicht, wie ich Rafin davon abhalten sollte. Ihr müsst eine andere Aufgabe finden. Dort wird es genug zu tun geben. Aber ihr dürft nicht dabei sein. Ich könnte ihn verzaubern, sodass er sich nicht bewegen kann, aber das wäre ein sehr starker Vertrauensbruch. Ich weiß nicht, ob er mir das wirklich noch einmal verzeihen würde. Sucht einfach eine andere Aufgabe. Neben Palligan wird es euch noch andere Paktierer und mächtige Dämonen und Wesenheiten geben. Zum Beispiel Morodal. Na gut, ich werde mein Bestes versuchen. Ich hoffe, wir schaffen dies. Zu unser aller Wohl. Es ist gut, dass ich Sulamin gesagt habe, dass ich bis Selam bleibe. Vielleicht bleibe ich sogar noch länger. Ja. Na gut. Ich werde mein Bestes versuchen. Aber ich kann, wie gesagt, nichts versprechen. Was passiert, passiert. Jetzt kümmert euch um euer Ritual. Natürlich. Ich habe ein sehr interessantes Werk gefunden, aber das ist nicht für eure Ohren, denke ich. Nein, wohl nicht. Nun, dann gehabt euch wohl, euer Gnaden. Sulamin, 2 Tage. An dem Abend, wo wir geredet haben, möchte ich gerne noch die Fuchsstatue Midas geben. Mhm. Aber das kann offscreen passieren, weil ich sage ihm halt, dass wir es einer Paktiererin abgenommen haben und er als Vexgeweihter damit verfahren soll, wie er möchte. Ja, dann hat Sulami natürlich einiges mit Rabenmund zu besprechen. Unter anderem würde mich interessieren, in was für einem Zustand der Hesinde-Tempel ist. Denn Sulami hat ja beim letzten Mal Gelder abgezweigt, dass es da nicht mehr zum Dach reinregnet. Ja, das Dach wurde mittlerweile repariert. Sie sind mittlerweile dabei, das ein oder andere Bücherregal zu errichten. Das ist aber noch sehr provisorisch. Die Bücher wurden aber sortiert und liegen jetzt in richtigen Haufen beieinander. Sehr zum Verdruss des Wohlfelm-Tannhausers, aber es geht voran. Gut, dann würde sie Rabenmund sagen, dass damit das Wichtigste erledigt ist, nämlich dass die Bücher keine Feuchtigkeit mehr abbekommen und vermodern und dass er deswegen nötigenfalls dann wieder Kapital umschichten kann, wenn woanders Not am Mann ist. Jo. Also Zulamin möchte, dass dass ein Minimum bei den Tempeln gegeben ist, aber wir fangen jetzt nicht an, den Hesinde-Tempel mit Gold auszukleiden, oder? Ja, so. Nein, das ist sowieso nicht da. Das Gold wird er dann einschmelzen und nach Zorgan schicken, damit er da dann Rohstoffe bekommt oder nach Elborum oder sowas. Ja, genau. Dann wird sie noch ein paar schöne Dinge tun, versuchen, ein bisschen Frieden zu finden. Sie besichtigt, wie gesagt, die Tempelherde von Janka und reitet die Stute, die ihr Raja damals geschenkt hat in dem Kolosseum. Und dann möchte sie auf Basis der Informationen, die Boltax ihr gegeben hat, zu der Zeit, wo Sephirim immer den Kindern Geschichten im Raya-Tempel erzählt hat, da vor dem Tempel auf den Stufen sitzen. Und zwar mit Hassan, den sie vorher gewarnt hat, dass das gefährlich sein könnte, dass sie aber trotzdem keine toten Kinder möchte. Mhm. Gut, sie hören dir auch zu. Sie werden jetzt also kein Dolch zücken und dich umbringen, oder aber Hassan wird sie umbringen, das nicht. Sie hören dir zu, aber du weißt, das ist eine lange Zeit, das ist gerade die Nach- oder die Rückfragen, die sie stellen. Wenn du das überleben solltest und zurückkehrst nach Janka oder wohin auch immer, vielleicht sogar nach Fasar, dann hast du hier oder eine andere Raya-Geweihte sehr viel zu tun. Ja, also Sulamin würde es mit der Geschichte von Leftan versuchen und zwar eben daran anknüpfen,
weil Sephirim hatte ja auch von Rajas Söhnen geredet und versucht die Kinder quasi damit zu überzeugen, dass Raja sogar in die Niederhöllen hinabgestiegen ist, um ihren Sohn zu retten, obwohl der sich wirklich sehr daneben benommen hat. Ja. Ja. Und sie ist dann sehr nachdenklich, nachdem sie eben die Fragen von den Kindern gehört hat und redet noch mit ein paar Geweihten, die vor Ort bleiben und sagt ihnen quasi, dass hier ein Problem besteht. Weil das betrifft ja nicht nur die Raya-Kirche, sondern es ist ja zum Beispiel auch noch Fürchterpraios da. Genau, der alte, ungefähr 90-jährige, vielleicht sogar noch älter, das weiß keiner so genau, Praios-Geweihte, der auch auf Maraskan damals schon gepredigt hatte, in Helmenport. Und du findest ihn dann schlafend, wahrscheinlich gerade im Hesinde-Tempel, wo Wolfram Tannhauser dabei ist, Bücher zu sortieren und nach Nordach einzuräumen. Fürchtepraios selbst schnarcht in einer Ecke, wo du ihn dann findest. Okay, und der Tannhauser war ein Drakoniter, oder? Gut, ja, dann wird Fürchtepraios sanft an der Schulter gerüttelt. Er wischt sich erstmal so ein bisschen Sabber aus dem Mundwinkel. Euer Gnaden! Solamine, wie kann ich dir helfen? Ihr könnt mir tatsächlich helfen und hier, bitte hört auch zu. Es ist eine Sache, die Janka betrifft. Eine Paktiererin hat hier ihr Unwesen getrieben. Und zwar in erster Linie damit, dass sie die Seelen der Leute vergiftet hat und ihnen falsche Dinge über unsere Götter erzählt hat. Sie hat vor allem Dinge gegenüber den Waisenkindern gepredigt, was natürlich umso schlimmer ist. Ich muss gehen. Ich bin nicht mehr lange in Janka, aber ich möchte, dass ihr Bescheid wisst und euch dieses Problems annehmt. Es wird sicher nicht leicht sein, dagegen anzukommen, aber redet mit den Kindern, kümmert euch um sie. Das kann ich gut. Wenn es jemand schafft, dann ich. Ich bin froh, euch hier zu haben, Fürchtepraios. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Ja, das hoffe ich auch. Dann kann ich mich selbst darum kümmern. Aber das steht in den Sternen. Ja, und damit geht Sulamin. Und kümmert sich um die Vorbereitungen des großen Treffens mit den Kapitänen. Okay. Und zwar, der Blaue Palast hat ja nicht so wirklich Räumlichkeiten, wo man viele Leute versammeln kann. Deswegen hätte ich gerne eine lange Tafel auf unserem Batteriedeck. Das heißt, die Kanonen werden an die Seiten geschoben und da wird ziemlich rumgeräumt, sodass wir eben alle Kapitäne, von denen wir wissen, dass sie da sind, da unterbringen können. Okay. Also im Batteriedeck die ganzen, die Maraskan-Flotte wird dann versetzt, auch die Dukatengardisten von Himmelkor und so weiter. Midas aus Lovang, der streunt auch immer ab und zu mal wieder auf eurem Schiff herum oder aber in den Gassen. Die Treuzacker und die Söldner aus der Wildermark werden nach oben gehen und auch die Kombüse wird dann nach und nach geräumt, bis dann eben nur noch wenige Verbliebene dann sich dem Treffen anschließen können. Alles wird den Umständen entsprechend gedeckt. Wein und Bier, was dann bereitsteht, einige wenige Speisen, die man dann eben mit den Fingern sich vom Teller nehmen kann, beziehungsweise vom Tisch nehmen kann, auf einen Teller legen. Ja, und einige Offiziere, die ihr dann herausputzen könnt, die dann angetreten sind, einfach nur um kurz vorzustellen, während dann nach und nach die versammelten Mannschaften eurer eigenen, ja, des Bundes der Wogen dann nach unten treten. Möchtest du noch eine kurze Szene davor? Ja. Und zwar, wenn alles hergerichtet ist und gedeckt ist und so, möchte ich, glaube ich, das machen, was ich damals in Al-Anfa schon gemacht habe. Denn Sulamin hat die ernste Sorge, dass sich die Kapitäne einfach an die Gurgel gehen könnten. Und es ist sehr wichtig, dass sie zusammenarbeiten. Und deswegen spricht sie ein Gebet vor der noch leeren Tafel. Geliebte, es ist nicht gerade ein Fest, das ich heute ausrichte.
auch wenn es Wein und Gäste geben wird. Die Angelegenheit ist leider sehr ernst, denn das Schicksal Aventuriens steht wieder mal auf dem Spiel. All diese Leute, so verschieden sie auch sein mögen, müssen zusammenarbeiten, um die schwimmende Heptarchie zu Fall zu bringen. Darum bitte ich dich, spende diesem Zusammentreffen deinen Segen und erfülle meine Gäste mit Harmonie, auf dass sie zuhören und verstehen. Und ich weiß nicht, ich würde das gerne mit dir absprechen, ob ich ein Fest der Freude wirken kann oder soll, weil es nimmt dir natürlich auch Spielraum mit den Reaktionen von den Leuten. Also es ist ja nicht hundertprozentig das, wofür die Liturgie gedacht ist, aber es senkt eben unter anderem schlechte Eigenschaften. Also im Rahmen von diesem Gespräch kannst du das natürlich machen, wenn du möchtest. Ob sich das dann natürlich auf der See auch so verhält, ist natürlich was anderes. Aber jetzt gerade in diesem Rahmen, du glaubst auch nicht, dass die Kapitäne sich jetzt untereinander erschießen, also dass der eine eine Ballestrina zückt und dann dem anderen in den Bauch feuert. Das glaubst du nicht. Also jetzt gerade, wenn du dir ansiehst, Latvenia von Zarstrand oder viel eher dann die Admiralin gegen Radral Sanin, das glaubst du nicht. Die können sich da wohl sicherlich beherrschen. Okay, gut, dann würde ich das nicht Kamal untermauern, aber trotzdem dieses Gebet eben im Raum stehen lassen. Mhm, alles klar. Die Sulman al-Nasuri, die hattet euch ja auf hoher See schon begleitet. Die ist nicht anwesend, die lassen sich entschuldigen. Rafiq ibn Dahmani ist sehr kurzfristig mit einigen Helden aufgebrochen am heutigen Tag. Die Seeadler von Beilung ist selbstverständlich mit seinem Kapitän Rataral Sanin und auch Trismagena, die Feuermagierin aus Garret, wird ihn begleiten, anwesend. Die Marschallin Jadwige von Hummergraben sind noch nicht da. Das sind die Bornländer von Piotr Holmen. Die haben sich angekündigt, sind aber noch nicht da, sind wohl auf Schwierigkeiten getroffen. Die Kaiser Reto ist eine Schivone von der Admiralin Prayadanya Seridares, die sie bereitet machen hat, hat machen lassen. Ebenso wird die Admiral Vikos unter dem Vizeadmiral Hakon von Sturmfels sich euch anschließen mit 5 weiteren Kriegsschiffen, die sie aus dem Perigomer Hafen und Umgebung haben abgezogen. Es gibt zwar noch ein paar Unterstützungsteile von der Perlenmeerflotte, aber das ist schon sehr wenig, was dann dort ist. Sie werden begleitet von der Meisterin der Brandung, Corena Mondreios. Die Stern von Beilung ist nicht anwesend, allerdings hatte Rataral Sanin dann gesagt, der Irdre wird sich in Selem spätestens anschließen, vielleicht sogar vorher, aber seine Tochter weiß Bescheid. Die Prinz Amerit, die Trireme von der Admiralin Peliope von Ratmus, ist anwesend, gemeinsam mit 2 Geschwadern der Aranschen Flotte. Ein großer Teil von euch war ja dementsprechend auch schon mit ihr unterwegs. Ich guck gerade mal. Die Hammer von Zorgan, die Sonne von Mentlikum, Stern von Palmyrabat, die Kunchabat, der Bote von Zorgan oder die Stachel von Fachukan. Das sind so einige Namen, von denen ihr ja auch einige schon an eurer Seite hattet. Ja, also Zulamin läuft die ganze Zeit mit Dr. Rumpel herum, der den Überblick hat oder gewinnen soll. Der hat den Überblick. Der hat selbstverständlich ein großes Klemmbrett vor sich, wo er dann Häkchen macht und noch eine Ergänzung dazu schreibt. Moment, es ist alles zu teuer, aber wir kriegen das schon hin. Die Tiger von Maraskan unter Kotnas Hahn ist ebenso anwesend. Dr. Rumpel schmiert sich wohl ein kleines Vier hinter die Tiger von Maraskan. Ihr könnt die Feuermaler kennen, die Talucke der Seetetrarchen Eroljida der Scharlachroten, die ihr auch irgendwo vom Maraskan schon getroffen hattet, ist wohl bestellt worden von Kotnas Hahn persönlich, zusammen mit einigen Talucken und Zedraken, mit Lorchas aus dem Shikanidat. Weitere werden sich anschließen. Die Belemann von Grangor, die Rondrikan von Havena und die Gebelaus von Neta sind allesamt Chivonen, die von Latvenia von Zarstrand und den Effert-Brüdern und Schwestern gesteuert werden. Aktuell noch nicht anwesend ist selbstverständlich auch noch Dagon Lyolona, der ist noch irgendwo bei Karupso mit seiner Glutherz. Die werden sich dann wohl noch anschließen. Und auch von den Novadis habt ihr keine gesehen, weil ja, die warten eben noch auf ein Zeichen von El-Hakir. Aber es ist schon eine große, stattliche
Versammlung dort unten mit euren Kapitänen, die dann an einer großen Tafel sitzen. Jeder hat seine Orden angesteckt, poliert, dass sie dann silbern oder gülden glänzen. Irgendwelche Kaiser-Raue-Schwerter oder ja verschiedene andere Orden aus den verschiedenen Reichen. Und auch die Alanfaner, die an eurer Seite waren, sind dann auch schon da. Weitere werden sich selbstverständlich anschließen. Also der Kapitän vom Wille der Patriarchen, Katechismus der Wahrheit oder Bestarils Ramsporn, die sind also schon da. Ihr wisst aber selbstverständlich auch, dass die Monsanit bzw. Koragan Kures sich irgendwann in Selem höchstwahrscheinlich anschließen wird. Und ja, Sulamin rauscht von einem zum anderen und begrüßt alle. Und ich nehme an, die anderen Helden sind auch alle da. Genau, die Helden sind da. Ihr könnt auch noch sehen, dass der Zwergenkapitän von der Seeadler von Xorlosh, der wird dann auch noch etwas verspätet hineinkommen, lässt sich entschuldigen, weil er noch einen lustigen Witz von Albrax hören musste. Albrax oder Xenos sind dann aber selbst nicht da. Ja, und von unseren Leuten natürlich auch die wichtigen, also Havulgard etc. Genau,